hat man sich für den Ferrari unter den Repeatern, nämlich den Repeater 6000 von AVM entschieden, muss dieser natürlich mit der Fritzbox gekoppelt werden. Wie das geht, habe ich in einem separaten Video erläutert. Kommt es zu Problemen bei der Kopplung oder kann man sich gar nicht mehr auf das Webinterface des Repeaters einloggen, dann sollte man den Repeater zurücksetzen. Wie das geht, erkläre ich dir nach dem Intro. Hat man eine Fritzbox und muss diese in den Werkszustand zurücksetzen, ist das deutlich komplizierter als bei diesem Repeater. Die Fritzboxen lassen sich nur über das Webinterface zurücksetzen und nicht per Tastendruck. Bei dem Repeater 6000 sieht das Ganze anders aus. Man muss nur 15 Sekunden lang die Connect-Taste gedrückt halten, danach setzt sich der Repeater zurück. Ob das Zurücksetzen erfolgreich war, kannst du an der Blinkfrequenz erkennen und die kannst du einfach mit meiner Blinkfrequenz aus dem Video vergleichen. Ist das Zurücksetzen erfolgreich, sollte eine Kopplung bzw. eine Verbindung mit dem Repeater wieder möglich sein.